Karl Uckermann nach seiner Aussage. Wegen des laufenden Verfahrens äußerte er sich nicht öffentlich. Vor Gericht hat er zuvor aber ein Vier-Augen-Gespräch geschildert, das er nach eigenen Angaben 2009 mit Diekmann geführt hatte. Und zwar im Bonner Stadthaus. Zum damaligen Zeitpunkt war erstmals öffentlich klar geworden, dass das 200-Millionen-Projekt drastisch unterfinanziert war und vor der Pleite stand. Aus städtischen Unterlagen, die Uckermann 2009 eingesehen hatte, war offenbar aber hervorgegangen, dass die Pleite bereits 2006 deutlich absehbar war. Vor Gericht sagte Uckermann aus, dass er Bärbel Diekmann damit konfrontiert hätte. Seine Frage habe gelautet: Warum die Oberbürgermeisterin nicht früher mitgeteilt habe, dass das Projekt aus dem Ruder laufe? Antwort Diekmann laut Aussage: Ich habe euch mit Absicht nicht informiert, sonst hättet ihr den Bau verhindert. Die Staatsanwaltschaft, so erfuhr die Lokalzeit, hat Karl Uckermann für morgen zur Zeugenvernehmung in Sachen Diekmann einbestellt. Wir prüfen, ob sich hieraus für uns eine neue Sicht der Dinge ergibt. Sie wissen, wir haben das Verfahren eingestellt. Und von daher sind wir immer gehalten, Dinge, die uns neu bekannt werden, und das gilt es jetzt zu überprüfen, in die Betrachtung mit einzubeziehen. Im Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die jetzige Chefin der Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann, zunächst eingestellt. Aus Mangel an Beweisen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Bärbel Diekmann tauche in so gut wie keinem schriftlichen Dokument auf, hieß es damals. Bis heute ist die Rolle Diekmanns in dem Skandal um das WCCB nicht hundertprozentig geklärt. Während Untergebene von ihr wegen Verdachts der besonders schweren Untreue längst angeklagt sind, blieb ihr Wirken bisher ohne Konsequenzen. Zum Ärger der Strafverteidiger im WCCB-Verfahren. Ja, die Vernehmung von Herrn Uckermann hat sehr deutlich gemacht, dass es die Projektverantwortlichen der Bundesstadt Bonn, einschließlich der Frau Oberbürgermeisterin, mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben gegenüber den Ratsmitgliedern. Die Staatsanwaltschaft meinte ja, wir können Frau OB AD Diekmann nicht am Zeug flicken. Also spätestens ab heute meine ich, dass ganz großer Anlass besteht, diese Haltung nochmal zu überdenken. Der WCCB-Prozess wird weitergeführt. In diesem Verfahren spielt Bärbel Diekmann zunächst keine weitere Rolle. Zu den neuen Entwicklungen äußerte sich ihr Anwalt trotz Nachfrage bisher nicht.